schön der Hintergrund ist, wie schön, dass ich den dekoriert habe, habe ich heute extra gemacht. Hi zusammen, willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Ich habe euch ja in einem meiner letzten Videos versprochen, dass ich im Dezember so eine kleine Adventsreihe mache. Das heißt, ich habe mich heute mit 23 anderen YouTuberinnen zusammengeschlossen und ihr könnt jeden Tag von uns ein weihnachtliches Video ansehen und könnt dann natürlich auch am Ende was wirklich Tolles gewinnen. Also wir haben da ordentlich was dazu gesponsert, jeder von uns. Und was das ist, das könnt ihr am 24. Dezember bei der lieben So halt auf ihrem Kanal sehen. Alles, was ihr dafür tun solltet, ist natürlich, ihr solltet unsere Videos gucken, weil wir nämlich Herzen versteckt haben. Und die Herzen sollt ihr zählen und dann an diese E-Mail-Adresse schreiben, die ich euch in die Infobox schreibe. Mit ein bisschen Glück könnt ihr nämlich eines von richtig tollen Paketen gewinnen. Aber ich lege jetzt auch gleich mit meinem Video los, denn auch ich habe wirklich tolle, tolle Sachen gekauft. Und das wird auch ein sehr weihnachtlicher DM-Haul, weil ich habe sehr viele Geschenkideen, wie ich finde. Und ja, aber wie gesagt, ich lege jetzt gleich los, denn ich habe so einiges gekauft. Los geht's mit sehr, sehr vielen neuen Produkten von der Marke Trend It Up. Und die sind wirklich sehr, sehr weihnachtlich und wirklich wunderschön. Und zwar fange ich jetzt an, das ist einmal so ein Lash Top Coat. Und seht ihr, wie toll das glitzert. Also das kann man dann so über die Lashes drüber machen, dass das richtig schön glitzert. Und ich finde das für Weihnachten und Silvester wirklich sehr, sehr schön. Und dann habe ich auch noch eine andere Farbe. Also das ist einmal die Nummer 020. Das ist so ein Gold, Roségold würde ich das mehr beschreiben. Und dann habe ich hier noch so Silberblau. Das ist die Farbe 040, auch ein Lash Top Coat. Also die beiden finde ich richtig toll. Da bin ich wirklich gespannt. Dann, was auch wirklich wunderschön ist, ist dieser Nagellack von Trend It Up, Brilliant Moments. Und das ist so ein goldener Ton mit, wenn man da so genau hinsieht, sind da ganz leichte blaue Glitzerpigmente drinnen. Und das ist die Farbe 010 und finde ich für den Winter bzw. jetzt für Weihnachten sehr, sehr schön, weil er eben so toll glitzert. Und dann habe ich noch zwei Lipglosse. Es sind so Chrome Lipglosse, also die so ein metallisches Finish haben. Und das ist einmal die Farbe 020 und das ist so eine Kupferfarbe, also so eine rötliche, schimmernde Farbe. Und das hier ist die Nummer 040. Und das hier ist so ein lila Pink, würde ich mal beschreiben. Und wie gesagt, das sind beides so richtige metallische Lipglosse und ich glaube, dass die richtig toll auf den Lippen aussehen. Dann habe ich noch zwei Lidschatten von diesen Brilliant Moments. Ich glaube, so heißt jetzt momentan diese Serie. Und das ist einmal ein bräunlicher Ton. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist die Farbe 020. Und dieser Lidschatten hat ganz feine goldene Schimmerpartikel drin. Also das ist so ein dunkelbrauner Ton mit goldenen Schimmerpigmenten drinnen. Und dann habe ich noch diesen hier. Das ist ein richtig tolles Blau, die Nummer 040. Und ja, die Farbe hat so, ich weiß nicht, ob das Gold oder Silber ist, aber auch so schimmernde Partikel drinnen. Und ja, also die beiden, die fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ich bin ja generell von der Marke Trend It Up begeistert, weil ich finde, dass die, egal ob es die Pigmentierung ist oder die Haltbarkeit, also die Sachen finde ich wirklich immer sehr, sehr gut. Ich habe auch so ein paar Geschenkideen gekauft. Und ich hoffe jetzt einfach, dass keiner von meiner Familie dieses Video guckt, denn da sind so ein paar Sachen drinnen, die ich gerne verschenken möchte. Und zwar habe ich hier einmal diese wunderschöne Badekugel, naja, das ist mehr so ein Cupcake, also so eine Badekugel in Cupcake-Form und ich finde das so wunderschön, das sieht so niedlich aus und es riecht auch wirklich total lecker. Und Farbe Rosa gefällt mir sowieso total, ja. Also finde ich wirklich eine tolle Idee, kostet 2,95 €, finde ich jetzt wirklich nicht ganz so schlimm und sieht einfach unter dem Weihnachtsbaum so als kleine Zugabe wirklich zuckersüß aus. Und dann habe ich auch, ich glaube, das ist die gleiche Marke, wie heißt denn diese Marke? Creme de la Creme, oder? Ich hoffe, das ist richtig. Und das ist eine Bodylotion, kostet 3,25 €. Und die sieht auch total niedlich aus. Also ich finde das, die beiden Sachen so als kleine Weihnachtszugabe wirklich toll, weil
auch wenn man etwas Großes schenkt, dann ist es oft so, dass irgendwie so eine Kleinigkeit noch fehlt, dann sieht das immer so nackig aus. Und ich finde, mit solchen Sachen kann man wirklich eine Freude machen, weil die so süß verpackt sind und eben nicht teuer sind, wenn man eh schon was Großes hat. Dann habe ich auch wirklich was sehr, sehr Tolles gekauft. Das ist etwas Neues von Essence. Und ich fand diese Kombination wirklich toll. Und zwar ist das I Love Sparkle. Das ist, glaube ich, jetzt auch die neueste Serie von Essence. Und da ist enthalten eine Lidschattenpalette. Das ist diese hier oben. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Und das sind so verschiedene bräunliche Nude-Farben, würde ich die mal beschreiben, die so ein bisschen schimmern. Dann haben wir einmal hier noch einen Lipgloss. Und das ist mehr so eine bräunliche Farbe, auch so eine schimmernde Farbe. Und dann noch zwei Nagellacke. Einmal eine auch in diesem gleichen bräunlichen Ton als dieser Lipgloss hier. Und dann noch einen, man kann es hier sehr, sehr schwer erkennen, einen sehr glitzernden Nagellack. Also auch so ein bräunlicher, glitzernder Nagellack und richtig tolle Lashes. Also ich brauche ja solche nicht, weil ich ja Fake Lashes drauf habe, aber ich finde die richtig toll. Also wer das tragen kann, ist richtig schön. Ja, und das alles passt natürlich super zusammen. Das kann man alles super kombinieren. Und ich finde, so eine braune Farbe steht allen Hauttypen, jeder Haarfarbe, jeder Augenfarbe. Deswegen finde ich braun immer ganz, ganz toll. Der Postbote, einen kleinen Moment. Tut mir leid, ich bin jetzt sauer von dem Postboten mitgebrochen worden. Dann habe ich mir den neuen Bilou gekauft, also den neuen Bilou Duschschaum. Und das ist die Duftrichtung Chocolate Cupcake. Und ihr wisst ja, ich liebe diese ganzen Duschschäume von Bilou. Und ich bin auch echt gespannt, wie diese hier riecht. Und das soll ja angeblich auch eine Limited Edition sein. Deswegen dachte ich mir, den muss ich natürlich auf alle Fälle haben. Und dann habe ich mir auch noch was sehr, sehr Weihnachtliches gekauft zum Essen. Und das sind so feine Nougat-Caches und die schmecken so lecker. Das ist jetzt schon die dritte Packung, die ich mir gekauft habe. Und ich finde, die schmecken so ein bisschen nach Zimt, ein bisschen nach gebrannten Mandeln. Also so richtig lecker. Ja, und dann habe ich auf Instagram gesehen, dass die verschiedenen Blogger und YouTuber, dass die so Boxen entworfen haben. Und ich bin natürlich sofort zu DM gestürmt und habe alle Boxen gekauft, die ich noch ergattern konnte. Und zwar habe ich mir einmal diese Box hier von der Paola gekauft. Und die werde ich jetzt mit euch auch aufmachen. Und dann habe ich noch einmal diese von der Julia gekauft. Das ist diese hier. Und wie gesagt, die werde ich jetzt mit euch öffnen. Und ich weiß wirklich überhaupt nicht, was da drinnen ist. Ich habe dann auch nicht mehr weitergelesen, weil ich mich jetzt einfach überraschen lassen möchte. Okay, so sieht diese Verpackung von der Paola aus. Da ist ihr Foto drinnen und da steht, hey Princess, ich wünsche dir viel Spaß und Freude mit dieser Box. Hier findest du meine Lieblinge und ich hoffe, dass sie dir genauso gut gefallen wie mir. Fühl dich gedrückt und gequetscht. Zerquetscht? Okay, mit viel Liebe, deine Paola. Da bin ich echt gespannt. Und zwar, hier haben wir einmal von Nivea so eine Pflegelotion in der Duftrichtung Pfirsichblüte. Eine Limited Edition übrigens. Die riecht total lecker. Dann als nächstes von Balea eine Duschcreme in der Duftrichtung Melone. Ja, ist jetzt für diese Jahreszeit vielleicht nicht so toll. Alles nicht sehr, sehr winterlich. Hätte man sich wahrscheinlich, okay, riecht wirklich lecker, aber hätte man sich wahrscheinlich für diese Jahreszeit etwas anderes einfallen lassen können? Naja. Dann haben wir hier von Balea diese Augenpads für Feuchtigkeit. Kühlt und erfrischt bei Schwellungen, ja, mit Hyaluronsäure. Da bin ich wirklich gespannt, wie diese hier sind, weil die hat es ja immer sehr, sehr gehypt. Und ich habe manchmal wirklich sehr, sehr stark geschwollene Augenringe, vor allem wenn meine Tochter nachts nicht so gut schläft. Ja, ihr Mamis wisst ja das. Und dann habe ich hier noch eine Pflegespülung, das ist ein Schaum von Panthé Provi. Den habe ich schon mal, der war in irgendeiner Box drinnen. Und den finde ich eigentlich ganz okay und der riecht auch sehr, sehr lecker. Ja, ein Produkt habe ich hier noch. Okay, das ist hier ein Lipgloss von Manhattan. Und zwar ist der mit Arganöl. Okay, also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie die Farbe so ist, weil das hier ist gar nicht meine Farbe. Allerdings
finde ich auch, wenn ich da so durchgucke, dass der nicht stark pigmentiert ist. Das heißt, dass der mir wirklich eine starke Glossy-Form hat. Also auf den bin ich echt gespannt. Ach ja, diese Boxen haben übrigens 5 Euro gekostet. Und hier ist nochmal eine Beschreibung drinnen, was alles enthalten ist. Okay, also die Box von der Paola, die war jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, ich finde für den Winter oder für die Weihnachtszeit jetzt hätte man sich vielleicht etwas anderes ausdecken können. Dann öffne ich diese Box hier von der lieben Julia und da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was da enthalten ist. Okay, hier auch ein Foto von der Julia, die ist auch wirklich sehr, sehr hübsch. Was mir da gleich entgegenspringt. Das wollte ich schon lange mal kaufen. Von Garnier, dieses Micellenwasser. Ich habe ja das von Bioderma und das wird ja so gehypt, aber das soll ja angeblich das Dupe sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gekauft, aber ich bin mega gespannt, wie das so ist. Und wenn ihr das wissen möchtet, dann kann ich euch auf alle Fälle auch eine Review dazu abgeben. Als nächstes haben wir von Balea Soft and Clear Anti-Pickle Patches. Die finde ich toll, weil auch leider in meinem Alter bekomme ich immer wieder noch Pickel. Ja, ich dachte, ich bin aus dem Alter raus, aber leider bekomme ich immer wieder welche. Und wenn die helfen, das fände ich mega. Ich habe nämlich noch nie irgendein Produkt, das ich mir gekauft habe. Also ich könnte nicht sagen, dass irgendein Produkt toll wäre und wirklich gegen Pickel hilft. Also wenn das hilft, dann werde ich euch das definitiv mitteilen. Und dann habe ich hier noch einen Alverde Lippenpflegestift mit Bio Calendula. Sowas kann man immer brauchen, vor allem jetzt in der Winterzeit bekomme ich doch sehr, sehr schnell spröde Lippen. Und dann, okay, diese Haargummis, die sind ja jetzt sowieso so gehypt, diese Invisibobble, so heißen die. Ja, ich bin jetzt irgendwie kein so ein großer Fan von diesen Haargummis, weil ich finde, dass die immer so Huckel machen. Also wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich da meine Haare zusammen mache, da bekomme ich irgendwie nicht so einen glatten Übergang. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, sondern da stehen meine Haare immer irgendwie so ab. Und das mag ich gar nicht. Das letzte Produkt, das ich hier finde, ist ein Duschschaum. Fresh and Fruity. Ja, auch sehr sommerlich. Ja, auch hier haben wir nochmal eine Abbildung, was da alles enthalten war. Ich fand jetzt die beiden Boxen nicht schlecht. Ich werde definitiv mal die Sachen ausprobieren, wie die so sind. Aber wie gesagt, für den Winter hätte ich mir jetzt vielleicht einfach irgendwie andere Duschschäume oder Duschgels gewünscht. Nicht mit so einem fruchtigen Duft, aber ansonsten ja, für den Preis wirklich in Ordnung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Boxen ihr gekauft habt. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viele es da gab. Ich glaube, eine gab es noch von der Diana, aber die anderen, die weiß ich gar nicht, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viel das es da gab. Das würde mich mal nämlich wirklich interessieren. Also das waren so die Sachen, die ich so in letzter Zeit gekauft habe, die ich finde, die auch teilweise sehr, sehr weihnachtlich sind. Ein paar Geschenkideen, die man so als kleinen Zusatz dazugeben kann, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. Bevor ich es vergesse, mich haben ganz viele auf Snapchat gefragt, woher diese Uhr ist mit diesem Armreif. Und zwar ist diese Uhr von Daniel Wellington. Das ist die schwarze in 40 mm mit dem roségoldenen Rand. Dieses Armband hier ist auch roségold und ich habe die kleinste Größe. Und ja, also die Kombination finde ich wunderschön, habe ich jetzt auch schon oft auf Instagram gesehen. Und ich habe auch für euch einen 15% Rabattcode. Wenn ihr bei Daniel Wellington eine Uhr bestellt, dann bekommt ihr meinen 15% Rabattcode. Und wenn ihr dazu nochmal einen Armreif bestellt, dann bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Also insgesamt ist das wirklich einen Haufen Geld. Finde ich wirklich eine tolle Sache von Daniel Wellington und ich finde auch diese neue Uhr, die finde ich wirklich wunderschön. Das war's zu meinem Video. Ich wünsche allen, die bei dem Gewinnspiel mitmachen, viel Glück, viel Spaß. Schaut euch auf alle Fälle am 24. an, was ihr denn gewinnen könnt. Dann wünsche ich euch am Sonntag einen wunderschönen zweiten Advent. Ich hoffe ganz fest, dass wir endlich Schnee bekommen. Das wäre mein absoluter Traum zu Weihnachten. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder einschaltet, denn ihr könnt auch in meinem nächsten Video was gewinnen. Und wie gesagt, dann freue ich mich auf euch ganz doll bei meinem nächsten Video. Tschüss!